Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DayZ Standalone. Hier vorne ist ein Spieler, den kennen wir alle. Ja, wir gucken ihn mal an. Das ist der Major. Hola. Guten Tag Major, ja. Hallo. Ja, ich habe hier in der Postapokalypse einen Menschen getroffen, der doch eigentlich ganz gut... Oh, guck mal, eine Firefighter-Axt. Ich habe keine. Ich bin Fireflies. Nee, Firefighter. Firefighter. Kennst du Fireflies? Ja, klar, Mann, aus der Last of Us. Oh, ja, das ist schön. Boah, Alter, das ist jetzt krass, Mann. Wieder mal DayZ, ne? Ja, DayZ lange nicht mehr gespielt. Vor allem gibt es ja viele Sachen, die man jetzt bedenken muss, ne? Wasser aus dem Teich, da kann man krank werden. Wenn man Fleisch isst von Tieren, kann man krank werden. Wenn man... Ich halte nur noch darauf, echt, dass man einen Tag so auf die Toilette gehen muss. Und wenn man das nicht macht, dann steht man an Verstopfung in DayZ. Ja, ob das gut wäre, ne, ist eine andere Frage. Warum? Realismus. Ja, stell dir vor, halt, mitten im Kampf musst du auf einmal auf Toilette. Oder du stirbst, weißt du, jetzt mitten in der Schießerei so. Genau, und dann fällt dir hinten unter Brocken raus. Das Ding ist, ihr fragt euch sicherlich, wo denn der gute Curry und der Ben sind, also der Bonze wird. Die stecken ineinander und immer noch unterwegs. Deswegen, die werden bestimmt auch mal bei DayZ wieder dabei sein. Aber jetzt ziehen wir erstmal mit dem Major durch die Gegend. Ja, wir haben unser Ziel, das ist das Nordwest Airfield, denn da finden wir wahrscheinlich gutes Loot, denn viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, einfach mal dahin laufen. Und da findet man Ausrüstung, weil ich habe nur eine Sporthaube. Wir beide haben gar keine Waffe, denn ich habe nicht mal Munition. Ja, keine Waffe. Da muss ich jetzt auch mal auch einiges ansprechen. Also bei mir kam ja die letzte DayZ-Folge jetzt vor 3 Monaten so, ne? Boah, ja. Und das letzte Mal, als wir alle gemeinsam DayZ gespielt haben, war die Version 0.54, ne? Mhm, genau. Und wir sind jetzt bei der 0.58. Ja. Das heißt, also für mich jetzt persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob Dennis informiert ist, ich habe irgendwie die Updates verpasst. Also... Ich bin jetzt in Sachen DayZ wirklich sehr unerfahren, was die Items und so angeht. Hab aber immer mal wieder reingeguckt. Und wenn man jetzt bedenkt halt, das erste, was man direkt sehen kann, ist das Central Economy System. Ne? Das heißt, weniger Loot. Loot Respawn ist jetzt auch geregelt. Weiß nicht, ob du weißt, wie das funktioniert, Dennis. Genau, ne? das ploppt Economy halt immer wieder nach einer bestimmten Zeit auf. Es gibt gar keinen Server Restart mehr, ne? Genau, aber ich... Also ich kann jetzt auch im Bullshit labern, aber das ist glaube ich so, wenn ich jetzt an der Küste spawne und da finde ich in einem Haus ein Loot, beziehungsweise verschiedene Items, dann ist es immer so geregelt, wenn ich etwas weglute, muss erstmal im Umkreis, es gibt dann mehrere Bereiche glaube ich, dürfen sich keine Spieler befinden und dann spawnt dann irgendwas nach. Und das, ja. ist auch der Grund, warum an den Küsten zum Beispiel sehr wenig Loot zu finden ist. Man muss jetzt immer ins Landesinnere. Wie gesagt, kann Bullshit sein. Wenn jemand mehr darüber weiß, kann gerne reinschreiben. Wäre mal generell so gut, wenn es einen in der Community gibt, der mal so eine Liste macht, was alles irgendwie neu oder so ist. Weil genau, in den Kommentaren. Ja, weil ich habe wirklich null Ahnung, was jetzt so passiert ist. Aber ich finde diese neue Third-Person-Sicht mit Q und E mega geil, ne? Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man da so hin und her switchen kann, okay. Nee. Aber meine Frage an dich, findest du das neue Loot-System besser oder fandest du das alte besser, dass immer dann Server-Restart war? Ich finde es, wenn man bedenkt hier Apokalypse da und hier, finde ich es besser. Ja. Aber natürlich halt spielerisch ist das schlechter, weil DayZ war immer sowieso aufwendig, ne? Das haben wir immer wieder gesagt und jetzt aufwendiger. Naja, jetzt ist noch aufwendiger zu spielen, deswegen haben wir auch so Low-Bob-Klamotten. Weil wenn wir uns jetzt bis zu, ohne Witz, wenn wir jetzt komplett, wollen wir hier die Stadt noch mitnehmen? Ja, ja. Wenn wir jetzt bis dahin spielen würden, dass wir kompletten Loot hätten, wäre das erstens blöd, weil ihr euch denken würdet auf einmal so, hä? Und zweitens, das würde unfassbar lang dauern. Und so haben wir ja so ein kleines Tagebuch. Also ihr seht immer den, also bei Major auf jeden Fall auf dem Kanal und bei mir seht ihr dann immer so, der Charakter entwickelt sich halt von Folge zu Folge immer weiter. Und ich bin immer noch auf der Suche nach Munition. Ich habe hier auch was gefunden, Inspekt. Ja, bei mir zum Beispiel, wie gesagt, bei mir kam das ja vor 3 Monaten und immer wieder halt, wenn ich ein CSGO-Video hochgeladen habe zum Beispiel, ne, wurde halt immer gesagt, ja, wäre mal auch schön wieder, wenn DayZ kommt. Und ja, ich lade das jetzt hoch, wie der Dennis gesagt hat, in so Tagebuch-Form. Das Problem ist, ich bin immer so in einem inneren Konflikt, weißt du? Ist es besser für mich dann immer zu schneiden und dann mehr Action zu bieten oder halt immer Folgen hochzuladen? Und da waren die Leute sich bei mir auch nicht einig. Da hat der eine mal gesagt, nee, lieber schneiden, Action ist viel besser. Der andere, nee, ich mag es mehr, wenn ich beim Labern zuhören kann.
Also das ist ja bei dir der Fall, ne? Ja, ich finde es cooler, wenn man so spielt, einfach, nebenbei spielt, außer wenn natürlich Action kommt und der Zuschauer dann das Leben des Charakters halt weiter miterleben kann, nachvollziehen kann. Weil man kann jetzt in der Playlist gucken, man sieht dann von Folge zu Folge, was genau passiert ist. Finde ich zum Beispiel cooler. Aber genauso werde ich das auch machen jetzt und die Leute, die das jetzt sich angucken müssen, begreifen halt, DayZ kann nicht nur Action bieten. Ich würde es mega feiern, wenn wir zum Beispiel mal irgendwann jetzt so weit sind, warum irgendwann, in ein paar Folgen vielleicht, dass wir uns so eine kleine Base bauen können. Genau, es gibt ja jetzt so Fässer und so, wo man so Sachen verstecken kann. Einiges. Es gibt jetzt drei Zeltarten, soweit ich weiß. Ne? Wir kannten ja das kleinere, dann gab es so ein Military Tent. Jetzt gibt es extra so ganz große Zeltformen für Trucks oder so. Da kann man auch Sachen einlagern. Ja. Und dann kann man halt in Trucks Sachen lagern und noch in Ölfässer, genau. Aber man muss aber einen Chemiefass, ne? Man muss immer aber dann auf den gleichen Server gehen, oder? Oh, das ist jetzt wieder die gute Frage. Ich glaube schon, ja. Wäre sinnvoll, ne? Sonst würden hier überall jetzt Trucks rumstehen. Ja, wir haben schon echt überlegt, mal auf einen Whitelist-Server zu gehen oder sowas, wegen den Hackern und so. Da haben auch viele, viele Vorschläge gepostet und da müssen wir auch mal schauen, ob wir das nicht mal machen. Bei mir ist es so, ich wollte den Charakter jetzt hier mal so gut wie es geht am Leben erhalten, ne? Und hier die Dame und mit der dann rumziehen und auf jeden Fall mir auch den Major schnappen und die anderen Jungs und dass wir alle mal wieder zusammen was erleben, weil es ist jetzt so, in den letzten Folgen hatten wir natürlich absolut null Action. Passiert, obwohl wir auf vollen Servern waren. Aber ich kenne DayZ, obwohl wir hatten Action zwei Folgen, da gab es ja diese wilde Schießerei. Aber ich kenne DayZ, dass ich sagen werde, dass irgendwann, spätestens wenn wir da ins Landesinnere kommen, zum Nordwest Airfield, dass dort dann wohl Action auf uns wartet. Weil da ist eigentlich immer viel los, vor allem jetzt, wenn das ganze Loot-System so überarbeitet wurde, dass das alles in der Mitte des Landes ist. Also im Landesinneren meine ich. Und hier vorne ist auch schon ein Städtchen größeres. Ja, rate mal welches. Oder welche Stadt. Die beste Stadt der Welt, glaube ich, oder? Für die FPS-Anzahl. Ah, noch geht's bei mir. Ja, komm mal rein. Ich traue mich aber nicht da reinzugehen. Ach so, das können wir mal auch ansprechen, ne? Mit der 059 oder 060 soll jetzt auch dieser neue Renderer kommen, ne? Aber der bringt eigentlich nichts, das ist das Problem. Weil der sorgt eigentlich nur dafür, dass neue Effekte möglich sind, habe ich gelesen. Aber die FPS-Anzahl soll erst mit der Vollversion besser werden. Genau, das habe ich auch mitbekommen. Am Anfang soll der jetzt in Sachen FPS nicht viel bringen. Boah, ja. Alter. Unfassbar, ne? Wenn man wirklich nicht mit Elgato oder so aufnimmt, das ist echt krass. Ja, aber Stadt, mit Elgato hast du Probleme. Alter, das ist doch krass, man. Hier hat man solche Lags. Ja, und dann nimm mal sowas wie... Ja gut, du kannst es nicht vergleichen. Ja, das ist halt, ja wie gesagt, und später soll es auch in FPS-Sachen Verbesserung geben. Da bin ich halt mal gespannt, ob das wirklich so ist. Hier ist eine Pistole, Major. Mit Munition sogar, Mann. Kannst du? Hier, eine 1911 und vorne am Auto liegt Munition. Ich weiß nicht, ob die da reinpasst. Immerhin besser als nix. Wo ist denn da Munition? Ganz vorne irgendwo. Ich habe mit Dings geguckt. Guck mal hier. Hier irgendwo. Aber ja, das ist nicht die Muni dafür, ne? Nee? Da bin ich schon wieder. Ja, zu einfach. Das ist die Muni für deine Sporter, Junge. Echt? Ja, Mann. Ey, kommt da keine Shotgun-Muni rein? Nee, wenn. Ey, soweit ich weiß, kommt die da rein. Aber du brauchst halt ein Magazin eigentlich. Ja, also das geht. Halt... Hast recht. Ja, aber nur einen Schuss hast du jetzt. Ja, wo sind die an? Egal, ein Schuss. Kann ich hier die Rübe weglassen. Du könntest halt jetzt natürlich ganzen Jägerstände da mal kontrollieren und. Alter, ich hab einen Mega-Lag hier. Und da gibt's halt immer jetzt so Hunting-Scopes für deine Sporter. Dann könntest du halt so einen Sniper spielen. Ja, dann checken wir mal ganz kurz die Häuser ab. Die Sporter soll auch halt präziseste Waffe jetzt in der Standalone sein. Früher war es ja immer die Mosin. Gute alte Mosin. Ach. Ja, seitdem es halt kein Hunting-Scope mehr gibt, ne, ist die Mosin tot. Die Mosin, ey, war voll krass. Weißt du, wie wir uns damit immer rumgeschlagen haben. Hey, kann man die Tür hier nicht mehr öffnen? Hier drüben ist ein Polizeiauto, die spawnen, soweit ich weiß, random. Ja. Die sind wie, Helicrash. Könnte auch was sein, ja. Guck mal, direkt ein MP5K-Magazin. Hast du noch Platz? Nee, mein Rucksack ist voll. Ich suche die ganze Zeit einen großen. Aber ich kann meinen Rucksack aufräumen, weil, ich
habe ganz viele Dings nur. Ganz viele Trinken. Ach, guck mal, Makarov mit Magazin. Nee, ist das kein Makarov-Magazin? Okay, warte mal. Okay, alles super. Das legen wir mal weg. Weg damit. Damit. Aufräumen. So, jetzt habe ich ein Magazin hier, für guck mal, kannst du sowas hier gebrauchen? Sag mal, ja. Kantin. Gerade hier vor mir. Ist doch nicht aufgehoben. Was ist das? Warte mal, dann packe ich es mal wieder ein, leg die nochmal hin. Jetzt. Drück mal Tab. Find da nix. Okay. Gebe ich dir nachher mal irgendwo, wo es nicht so voll ist. Oh, ist das? Oh! Oh! Ich habe ein Magazin dafür, 30er sogar. Ja, dann nimm die. Da ist auch noch ein 30er drin, Mann. Nee, hey, habe ich jetzt reingetan. Ach so, ich denke, wo kommt das her? Ey, da liegt aber noch ein 30er. Ja, sag ich doch. Ach so. Nimm. Aber hier ist noch Shotgun-Muni. Ja, was soll ich damit? Nix. Aber wenn du halt einen Shotgun findest, würde ich eher schon wechseln sogar. Liegt noch Essen. Hey, healthy sind wir schon mal, Essen brauchen wir noch nicht. Ach, hier ist auch noch... Warte, ich trinke mal die Dose hier, damit ich hydrated green werde. Hellgrün. Noch AK-Magazin. Ja. Aber wo waren das? Ja, brauchen wir das noch? Ja, komm. So, geben wir uns das auch noch rein. Zack, 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 zack. Na gut, dann brauche ich eigentlich die Pistole weniger, aber okay, wir lassen es noch. Ja, cool. Hat ja, sich gelohnt, hier hinzukommen. Ne? Auch ja. Wenn das die Hölle, wenn auch hier die Hölle los ist in Sachen FPS, ne? Eine Waffe gefunden. Boah, lass mal hier weggehen, bitte. Ohne okay. Witz. Das warte, warte, hier ist noch eine erste Hilfe. Jetzt hat er einfach mal eine Axt da liegen lassen, klar. Ja, eine Bandage und so alles mit. Ich renn schon mal raus aus der Stadt einfach. Ein Repair-Kit ist das. Punktturm Richtung, ne? Jo, ich sehe bin hinter dir. Weißt du, vor die Pros mit so Kinderrucksäcken rennen die rum. Ja, selbst Rucksäcke findet man jetzt nicht so einfach. Nee. Aber wir könnten mal in Richtung Mishkino laufen. Da ist auch, weißt du noch, in Balota gab es ja auch ganz früher die Zelte, ne? Mhm. Die wurden jetzt nach Mishkino verlegt. Okay, dann ab die Post. Da können wir auch Sachen. Wir wollen finden. Ja auch eine neue Military Base noch bauen, ne? Mit dem 060, habe ich gelesen. Ja, davon habe ich auch gehört. Und neue. Aber erst muss man die 059 kommen. Ja. Ich bin mal gespannt. Die ist, also die ja. Beta von Daisy wurde ja nach hinten verschoben. Die soll jetzt im Frühjahr kommen. Und in der Beta, also der Beta-Punkt soll so sein, dass dann alle Module in Daisy sind und die werden dann nur noch gefixt. Und dann soll das finale Spiel rauskommen, aber. Ja, man muss sagen, also hat lange gedauert, aber Daisy ist ja jetzt eigentlich schon weit entwickelt, ne? Auch zugeben. Ja, klar, aber. Aber hat viel zu lang gedauert. Das sind immer noch, also wenn ich den Entwicklungsradius von ARK nehme und von DayZ, da ist ARK schon krass weiter. Ja, naja. Aber da ist die Welt, glaube ich, auch kleiner, ne? Boah, keine Ahnung, ARK habe ich mir noch nicht angeguckt. Weißt du nur, dass es am Anfang halt so Probleme gab, ne? Ja, mega Ruckler und alles. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Keine Ahnung. Aber halt in Sachen Ruckler jetzt, Leute, wenn das gerade in der Stadt echt zu krass war, ne, sorry. Aber es ist aber ja nicht deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, das liegt wirklich nur in... Also, vor allem, wenn man aufnimmt, ist das noch krasser. Ich nehme ja nicht mit der Elgato auf, noch nicht, ne? Und, da hat man eher echt krasse Probleme. Deswegen, sorry nochmal, ne? Ja, also, aber wenn ihr der sie aufnehmen wollt, besorgt euch echt einen Elgato. Also, nicht mit Fraps aufnehmen, nicht mit, irgendwelchen anderen Programmen aufnehmen. Oder Nvidia, Dings geht auch noch, Shadowplay. Shadowplay ist da sogar noch besser als Fraps oder was anderes, ne? Ja. Aber damit hatte ich aber auch schon ab und zu meine Probleme. Damit hatte ich meine ersten Probleme. Irgendwie gingen die Folgen nur 10 Minuten lang und dann genau, kam nichts mehr. Ja. Das ist voll blöd. So, die nächste Stadt, die wir erreichen, ist was? Über Zelenogorsk, boah, wie ist denn der Name da? Stadt, wo auch ein Truck spawnt. Boah, ich habe alle Namen schon vergessen, ne? Das ist krass. Ey, ich meine, an der Stelle war ich hier schon mit dem Kevin, also dem Curry. Und da haben wir tatsächlich auch diesen Truck mit der Party-Truck, wie wir den immer nennen. Aber das Problem war, der glaube ich... Also jetzt ist ja so, du musst ja die Trucks auch zusammenbauen mit Reifen und ja, alles. Ja, genau. Ne? Du hast so eine
Reifen musst du finden. Dann brauchst du, was brauchst du noch? Keine Ahnung. Ich habe aber schon mehrmals Repair-Kits gefunden. Ich weiß nicht, ob man eine Batterie auch suchen muss und so. Genau, eine Batterie, genau. Ja, muss man die jetzt auch suchen? Ja. Okay. Halt, wenn die nicht drin sind, dann ja. Aber die brauchen da wahrscheinlich super viel Platz im Rucksack. Also mit so einem Kinderrucksack eine Batterie reinpacken wird schon ein bisschen schwierig. So. Ach ja, geht die Sonne hier auf in Daisy. Also ich muss immer wieder sagen, Daisy ist echt eine Idylle. Ach, bald soll sogar Nebel noch kommen. Finde ich auch ganz cool. Mal abwarten. Weil Nebel würde, glaube ich, das Spiel echt nochmal ein bisschen schwieriger machen. Aber was ich ein bisschen doof finde, dass zurzeit überhaupt keine Zombies da sind. Ja, das ist halt das altbekannte Problem in Sachen Bohemia. Ne? Wenn die halt Probleme haben, einfach mal rausnehmen. Die haben halt keine andere Lösung. Ja. Bin ja, gespannt, aber ey. Gut, das haben wir ja länger. Ne? Warte, ich mach mal kurz die Effekte runter. Durch. Ja, und das ist aber auch Daisy, was jetzt gerade passiert, Leute. Wir müssen auch laufen, ne? Und ich stelle mir halt immer die Frage jetzt, so langweilt das eher den Zuschauer oder eher nicht? Ja, und deswegen sollen die Leute es ja in den Kommentaren schreiben, ne? Man kann ja nicht hell sehen, weil es ist immer so 50-50. Manche wollen so, manche wollen so. Aber ja. Ich finde immer, das ist gerade eigentlich der Reiz an Daisy. Man läuft jetzt, man ahnt nichts und jetzt kann aus irgendwas, aus irgendeiner Ecke ein Spieler kommen. Kann oder nicht? Also das ist immer so die Frage. Ja, man muss dann halt überlegen, oder man muss überlegen, wie man vorgeht, oder einfach man läuft und dann kommt irgendwo ein Moment, wo man gar nicht mit rechnet. Das ist immer das, also jede Sekunde, während man läuft, könnte da oben zum Beispiel jemand sitzen, in deinem Haus, könnte vor uns jemand warten. Das sind so immer so der Reiz bei Daisy. Ja, und aus dem Grund hat Daisy auch die beste Atmosphäre, ne? Ja. Also in Sachen Atmosphäre, von der Grafik her und halt spielerisch. Ein Spiel bietet genau dieselbe Atmosphäre, finde ich. Ja, schwierig. Ja. Ich finde bei der Sieger cool, gesagt, dass deine Gegner wirklich, du kannst den nicht einschätzen, weil es andere Menschen sind. Das ist ja genau. Also, das sind halt KI, keine ja. NPCs, ne? Ist halt geil. Ja. Das macht's ja aus. Aber wie gesagt, Aufwand ja aber, ne? Das ist halt so krass. Ich habe halt zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mich mega equipped. Ich hatte eine AK und so alles. Mhm. Und dann wollte ich eine DayZ-Folge aufnehmen. Weil viele wieder Daisy sehen wollen. Und dann war ich auf dem Airfield, hab dann zwei Spieler gesehen. Bin eigentlich sehr gut vorgegangen, muss ich jetzt sagen. Und hab den Spieler erstmal laufen lassen, hab den verfolgt und so, wurde auch nicht entdeckt. Und dann saß ich in der Tanne. Aber du kennst ja, jeder hat verschiedene Einstellungen in der Config, hat andere Einstellungen hier in den Spieloptionen und so. Und er kann mich irgendwie aus 500 bis 700 Metern aus der Ferne sehen, weil bei ihm die Tanne einfach nicht lädt. Halt voll low. Das ist ja toll. Ja, und dann stirbst du halt, ne? Ja, aber das darf ja eigentlich nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist halt scheiße. Das gibt's aber. Das gibt's sogar auch in Arma. Wer Arma 3 Battle Royale kennt, da gibt's Spieler, die deaktivieren alle Gräser und so. Das heißt, wenn du irgendwo liegst, sieht er dich trotzdem. Toll. Das lohnt sich ja mega, dann ist ja gleichberechtigt pur. Das ist halt schon Cheating, Glücks. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Das müsste man eigentlich verbieten dann. Ja, wenn wir das machen, wird dann rausgeschmissen. Weil das hat mal ja spielerische Vorteile. Au, oh, guck mal hier, das kenne ich hier, das Städtchen. Aber oh, wie der Himmel gerade aussieht, ne? Der sieht irgendwie geil. Okay, wir sind im nächsten Städtchen hier mit dem wunderschönen Plakat. Hier machen wir mal ein Päuschen jetzt. Ja, erstmal durchatmen. Was haben wir denn zu essen und zu trinken noch? Genug? Ich habe auch noch genug. Pfeffer ich mir noch ganz schnell eine Dose rein. Ach, wieso mach ich den denn mit dem Can-Opener auf? Was für ein Plakat, ey, bitte. Kannst du mal vorlesen, was da steht? Mopokehoe 6 Jai Vero. Von unten steht Arab. Das ist kein türkisches Poster, was da hängt. Hey. So, noch was trinken. Und dann machen wir ein Päuschen und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von DayZ. Die gibt es dann, also bei mir, ich weiß nicht, was bei meinem Major, bei meinem Major ist gut, wann die beim Major kommt. Ne? Ja, dann, wenn sie bei dir kommt, denke ich mal. Genau. Also ihr könnt es natürlich aus der Sicht von Major sehen, aus meiner Sicht, wie ihr wollt, tralala. Und dann sehen wir uns wieder übermorgen bei der neuen Folge Let's Play DayZ. Und mal gucken, was da passiert. Vielleicht werden wir weggemäht, vielleicht bleiben wir noch am Leben. Es wird spannend. Tschüss.